Und den Befehl habe ich schon wieder vergessen. Ich habe schon wieder den Kochbefehl. Slash Forge. TF Forest was? Async. Sync. Achtung, Lawinengefahr! Hallo Leute, hier sind wieder MacQuest 2051. Maruna im See. Mavia, hi. Was machst Dein du kleiner da? Finger muss doch wehtun, vom die ganze Zeit ducken, Working! drücken. Oh, ist ja furchtbar. So, ich Ja, habe und? jetzt gut 2 Wochen Minecraft verpasst, wo ich krank war. Haha. Oh, fair. Wir haben ohne dich weitergemacht. Haha. Ja, Jo. ich habe es gesehen. Also allein die Häuser hier, das Haus ist neu, das Haus ist neu, das Haus, das da hinten, das. Nee, das da hinten ist die Scheune. Die hattest du nur fertiggestellt. Da kenne ich noch den Anfang, aber ansonsten ist alles neu. Ja, siehst du Alles mal, wir noch, den macht wachsen. der Juli. Ja, kurze Erklärung für McQuistos, Leute. Das hier ist ein Gasthaus. Innereien fehlen noch. Einrichtung fehlt noch. Aber das wird ein Gasthaus. Oben sind insgesamt 10 Zimmer. Ganz oben die Etage vom Besitzer. Zimmer. 1, 2, 3, 4, 5. Und nächste Etage ist Okay, dann gleich fünf pro nochmal Etage ist gleich. okay, ist okay. Uiuiui, ein Riesending. Ja. Und ganz oben ist eben die Etage vom Besitzer später. Der wohnt im Dach. Fenster sind lustig. Gell? Hatte ich eine coole Idee im Livestream. 24 Stunden Livestream ist ja schon eine Weile her. Ja, bei dem habe ich ja auch mal kurz zugeschaut zwischendurch. Jo. Ich habe die ganzen 24 Stunden durchgehalten. Respekt. Alle Achtung. Und hier die zwei kleinen Häuser sind einfach Wohnhäuser. Da kann sich einnisten, wer will. Irgendwann Wer gibt es will eben was? eine Optimierungsfolge, in der werde ich eben die ja, Sachen da reinbauen. Okay, sehr schön. Das hast du jetzt fertig. Das kenne ich ja, dass du das schon fast fertig hattest. Genau, und das hier wird unser neue Base sozusagen. Also es wird unser Haus. Habe eben Ihr schon gesagt, das sieht so ein Workspace. bisschen aus wie so ein Bürgermeisterhaus, aber warum sind wir nicht die drei Bürgermeister von Minecraft City? Wird ja passen. Könnte man so nennen. Triumvirat. Hier werden links und rechts jeweils ein Apartment hinkommen für einen von uns. Es Hier wird unten. nach unten gehen, hier in der Mitte. Willst du nicht hier unten schon haben? Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir hier unten unseren Workspace halt haben, unten dann das Lager. Machen wir Achso. hier vielleicht nur so ein paar Säulen hin und dann oben halt die Apartments. Könnten wir auch so machen. Dann machen wir oben zwei Apartments und ins Dachgeschoss noch eins, oder? Ja, fände ich praktikabler so. Okay, dann machen wir es so. Hier unten kann ja Küche und weiß was ich was hinkommen. Den Keller haben wir Sehr auch. hübsch. Habe ich mir schon angesehen? Den habe ich Ich in hoffe, der es kommt Z noch irgendwann eine etwas bessere Treppe. Na, natürlich. Den habe ich in der Die sieht nur gerade so Zwischenzeit extrem provisorisch aus. vollends fertig gemacht hier. Mit einem kleinen Lager. Öfen. Dass wir nicht immer zurückrennen müssen in die anderen Häuser. Hier sind die Tinkers-Werkzeuge, die McPhisto noch gar nicht nutzen kann. Haha. Ja, genau, ich müsste mal nochmal aufholen. Ich habe schon wieder den falschen Befehl im Kopf. Warte, ich schau mal ganz kurz nach. Das war die Taste L. Also, er zeigt mir an, willkommen zu Age 2. Haha. Wobei ich ja letztens offiziell irgendwie in Age 1 hängen geblieben bin. Und den Befehl habe ich schon wieder vergessen. Ich habe schon wieder den Kochbefehl. Slash Forge. TF Forest was? Async. Sync. Achtung, Lawinengefahr! Aber Ich hab's sowas falsch von. getippt. Nee, jetzt ist er da. Ah nee, nein, es war richtig. Da hängt nur, weil so viel nachzuholen ist. Ja. Hui, boing! Die Seite ist voll. Ich hätte Goldstandard. hier eigentlich die Treppe in der Mitte runter gemacht. Oder sollte die Treppe woanders runter? Time to even the Mach scales. das so, dass du quasi so ein Treppenhaus hast, dass man von halt 2 Etagen oder 3 Etagen halt hoch und runter gehen kann. Ja. Dann könnten wir auch Gott, oh Gott, oh Gott, das hört ja nicht mehr auf. so ein richtiges Treppenhaus bauen. Hier in die Mitte.
Challenge, Verbindung zu den Sternen. Bleibt mit Feuer. Was haben wir denn hier? 3, 7. Es hört nicht mehr auf. Naga Amora. Okay, das bist du wahrscheinlich, weil du die Naga-Rüstung hast. Ja, also das bisschen Twilight haben wir noch zusammen gemacht. Aber ich glaube, an der Stelle hat Baruna jetzt eher wenig Bock, da noch durch den Twilight zu rennen und Monster zu töten. Richtig. Rock, Paper, Crystals. Enter the Twilight. Wie kommt man denn eigentlich in das Twilight Forest? Kommst du mit? Immer noch mit dem normalen Portal wie früher? Oder? Mavia, du benutzt schon wieder keinen Weg. Soll ich hier mal noch einen Weg anlegen? Ja. Aber da sind wir auch schon bei einem neuen Gebäude, das Mephisto auch noch nicht kennt. Ah, ja, genau, okay. Warte noch kurz. Dafür, dass ich da drin stehe, passiert nichts jetzt. Ich wollte Ihnen noch kurz die neue Mühle zeigen, also das Sägewerk. Kommen ja gleich wieder, sobald der PC das hier alles geladen hat. Okay. Sieht doch mal auf den ersten Blick ziemlich stark danach aus, wie man es von früher in Erinnerung hat. Hat sich auch nichts dran geändert. Und dass es jetzt wahrscheinlich fertig ist. Ja, das werde ich mir auch mal noch irgendwann zu Gemüte führen. Ich komme wieder zurück. Olli hopp, ja, komm. Warum liegt denn dein Herz? Charm of Life One. Ja, das ist alles Twilight Forest Kram. Leck, was hier drin liegen. Ich bin woanders herausgekommen. Ja, bei den anderen im Twilight Portal. Haha. Was kann man da? Musst du wieder den Weg zurückfinden. Was macht man aus dem Charm of Life? Zusatzherzen? Was du daraus machst im Normalfall, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber du brauchst das auf jeden Fall momentan für das Achievement des, der Karte. Der Karte, okay. Ja, also Journey Map. Bestandteil des Tokens für die Journey Map. Und ich dachte immer, die wären auf der anderen Flussseite. Hört der Fluss ja auch, oder? Haben die dann macht eine Bewegung. Die waren auf der anderen Flussseite und sind dann nochmal auf diese Flussseite zurück, die unsere ist. Nur halt in der Biegung. Ich musste den Fluss nicht überqueren und war hier. Irgendwas hat nicht gestimmt. Ja, okay. Dein Orientierungssinn. Wie immer. Wo bist du denn jetzt hin? Ich bin zu Hause. Dann komm nochmal mit. Mach ich. Wir hatten ja da hinten unser Holzsägewerk. Ja. Ist natürlich auch geupdatet worden. Hier ist es ein neues Sägewerk. Mhm. Da muss man einfach zum Beispiel hier, da, einen Block hinstellen. Und dann kriegt man schnell Sachen raus. Das geht aber schnell. Das geht sehr schnell. Wird auch angetrieben durch zwei Wasserräder. Eins links, eins rechts. Ist das wird immer kleiner. Sehr nice. Jo. Ja, sogar das kann noch gesägt werden. Zu. Ein Zahnrad? Ja, jetzt kann man Zahnräder über die Säge herstellen. So, und ich habe den Weg hier fertig. Dann kümmere ich mich noch ein bisschen um das. Ne, warte, ich hole erst noch ein bisschen Getreide. So, ihr habt gesagt, das wird irgendwie angetrieben. Jetzt muss ich mir das mal noch in der Folge anschauen. Ich habe mir ja eben zeigen lassen. Ah, sehr schön. Genau. Einfach Wasserräder. Wasserkraft. Ja, sehr schön. Ja, endlich haben wir mal ein bisschen Tech hier. So, ich und genau, ich muss mir noch mal den Baum. Ist das? Twilight Forest ist jetzt da. Okay, bei mir steht immer noch Age 2, nicht Age 3. Ja, du müsstest einen weiteren Tab mit Age 3 haben. Nein, habe ich nicht. Sind wir nicht Age 2? Achso, ja, Tatsache, wir sind Age 2, ja. Ja, da hattest du vorhin dein Age 2, weil du diese die Sea Lantern Dings bekommen hast. Genau, Under the Sea Lantern. Ja. Und was planen wir denn als nächstes? Was möchten wir da bauen? Extended Crafting klingt doch gut. Ja, da müssen wir sowieso hin. Also ich hatte jetzt gedacht, dass
wir erstmal hier auf das nach dem Extended Crafting hinarbeiten. Das ist nämlich das Advanced Mapping, das ist die Journey Map. Und um die Journey Map zu machen, müssen wir halt durch den Twilight Forest relativ weit. Das wird zwar jetzt halt quasi dann Twilight ein bisschen machen. Habe ich nichts dagegen, ich mag den Twilight Forest. Komm kurz mit. Moment, Varuna, ich habe noch deine ganzen Äpfel. Ja. Die ganzen kann ich mir denn eigentlich jetzt eine bessere Waffe machen? Ich hab noch die Black Quartz Axe. Du kannst natürlich mit Tinkers dir Waffen machen. Okay. Geht jetzt? Ach, also ich habe jetzt inzwischen die Voraussetzung, Tinkers zu benutzen. Ja, natürlich. Deshalb hatten wir ja auch in unserem neuen Haus Tinkers Werkzeug. Genau. Stimmt, ich habe schon ein paar Sachen im Wandregal gesehen. Ach, wird schon passen. Ich lass mal noch ein bisschen Sams und Stuff hier. Ah, ein Apfelkuchen hast du mir eben gegeben. Ja, ich habe gerade noch welche gemacht. Die müssen noch im Ofen. Ja, ich habe eben das Item nicht nutzen können. Ich habe es ja immer fallen lassen, weil unbekannt. So, ich bin da, Mevia. So, sag, komm gerade mit. Ab in den Twilight, oder? Jetzt, ich aber, nein, da ist noch eine Kiste nebendran. Nimm dir da mal bitte eine leere Karte bei raus. Magic Map, Blank Magic Map, ja? Blank Magic Map, ja. Aha, ich habe keine Kohle hier. Muss ich die dann genauso benutzen? Nein, du nimmst die jetzt einfach mit und dann kommst du mit in den Twilight. Olli, hopp. Ja, ich werde mich hier weiter um unser Haupthaus kümmern. Jo. Damit es auch ein bisschen schön bleibt. Ah, und jetzt habe ich auch im Twilight Forest eine Karte. Genau. Einfach rechts klicken und dann hast du sie in der Hand. Oh, cool. Oh gut, so ähnlich wie bei dem Atlas. Okay, kann ich sie einfach mal ablegen? Sehr schön, ich schau da drauf. Kann ich die so ähnlich wie die andere hier einen Wegpunkt setzen? Auf der Karte kannst du keine Wegpunkte setzen, nein. Das ist aber blöd, ich möchte nachher wieder rauskommen. Ja, dafür kannst du ja den normalen Atlas nehmen. Der zeichnet dir hier eine neue Karte. Ah, der geht hier auch, okay. Ja. Ach, es war der Atlas, den ich gesehen habe. Der andere ist nur etwas zum einmal verwirren. In der Hand halten. Ach Quatsch, ja, genau. Ed Marker nenne ich ihn, weil er so heißt. Nach Hause. So, wir machen uns kleine Kohle. Okay, ich bin soweit, wir können los. Ja, dann müssen wir jetzt gucken, was brauchen wir. Das nächste ist das Meat and Mushroom Stew. Das sind. Da. Meat and Mushroom Stew, wo steht das? Ist im Tech-Tree nicht, ich weiß deswegen nicht, wo wir gerade sind. Noch Getreide. Twilight Forest sollte man auch auswählen. Können wir noch ein paar Hühner füttern. Oh Gott. Dafür musste man noch den Minotauren besiegen. Ja, wir haben, was haben wir alles gemacht? Den Lich und den Wir hatten die Naga gemacht und die und den Licht, genau. Dann müssten wir jetzt sehr wahrscheinlich in. Ach, ich brauche ja. Das Labyrinth. Ne, das hatten wir schon. Nein, achso, das Labyrinth hat man nicht gemacht. Den Zentaur, ja. Gut, dann nehme ich die Karte in die Hand und wenn ich nach unten schaue, sehe ich die auch. Ich hatte gerade noch einen Einfall, ich habe es aber schon wieder vergessen. Wir haben ganz oben links, also im Nordwesten, mit diesem Grünstreifen folgend, ist eine. Folge dir einfach, weil ich habe nur Lichtkings und Nagas auf der Karte. Ja, ja. Wenn wir hier lang gehen, ist da oben, ich glaube, das Symbol ist ein. Ein Maze. Nein, sonst ja, machen wir da Steine von da, ne? Vorderen Bereich. Was Steine? Was denn für Steine? Von dem Labyrinth. Achso, okay. Ich glaub, die konnte man nicht sowieso abbauen. Nicht? Normal nicht? Dachte, das ginge. Es gibt einen Mazebreaker, den kann man sich bauen bzw. finden. Und dann kann man auch die Steine abbauen. Ja, aber standardmäßig geht es halt nicht. Okay.
Dann ja, gut, also dieser Matchmaker ist ja Standard, aber halt mit den normalen Werkzeugen geht's nicht, wenn du das meinst, ja. Ich weiß noch, früher aus Minecraft, dann habe ich immer den Laser benutzt, um die Steine wegzuschießen. Das sieht aus wie so ein Nagerlabyrinth. Das ist doch ein Nagerlabyrinth. Und da ist auch keine Nager mehr drin, die ist erlegt. Meine Karte zeigt mir die Nager aber noch an. Ja, angezeigt wird. Auf der Karte wird nur der Ort angezeigt, nicht die. Ich hab dich verloren, ich bin im Nagerlabyrinth. Da fängt bin schon zwei wieder Meter an. Neben dir gelaufen. Wie kannst du mich da übersehen? Bin jetzt da, wo du gesagt hast, du hast mich verloren. Im Labyrinth. Komm doch mal aus dem Labyrinth raus. So, ich brauche noch ein bisschen Granit. Oder wie soll ich. Soll ich Holzstufen machen? Das ist halt jetzt doof. Probier's aus. Weil wir jetzt alles durcheinander gemacht haben mit den Böden. Ich bin jetzt im nördlichen Teil vom Labyrinth, wo der Wald auf der Karte wieder losgeht. Ich glaube, ich habe dich da vorne gesehen. Nee. Du hast Olivenholz benutzt, gell? Für die Decken. Ja, ich glaube, das ist Olive. Dann sollte ich auch Oliven Stufen benutzen. Falsches Haus. Dich. Ein wenig dunkel hier, aber es heißt ja auch der Zwielichtwald, also. Ja, klar. Willst du einen Cut machen, bis wir da sind, bis wir ein Ding gefunden haben, oder? Was denkst du, wie lange es dauert? Wir haben jetzt gerade ein bisschen mehr als ein Drittel der Strecke. Ah, die 2 Minuten können wir ruhig noch laufen. Meine Zuschauer kennen ja hier noch nichts von dem Zwielichtwald. Wir hatten da Akazienfans rein. Können wir woanders hin. Fans hast du immer gemacht. Stimmt. Können wir mal den Kuchen, den Warum er mir gegeben hat? Ich hab schon wieder vergessen. Ach so. Dieses Holz wollte ich. Olivenwood. Richtig gemütlich hier. Hat es schon Vögel, Grünfläche, keine Creeper. Immer so dunkel. Nein. Jetzt gerade muss gar kein Aufwand mehr. Wo sind das die Wildschweine? Oink, oink. Süß. Wahrscheinlich die Dioden. Lapis Lazuli. Also wenn wir Lapis brauchen, das findet man hier. Und in der Oberwelt. Hier findet man die gleichen Sachen wie auch in der Oberwelt. Ja, aber hier finde sogar ich sie mal. Hier ist auch noch Gold. Gold, geil. Clay dürfte mir auch gerne mitbringen. Die Baum hängen, die kenne ich jetzt noch nicht. So, ich guck mal, wie viel ich hier rauskrieg. Also ich hatte nachdem du das letzte Mal rausgegangen bist, hatte ich noch 16 Stacks normalen Clay hinten in die Presse gelegt. Und die hast du alle schon verbraucht, hast du gesagt. Da habe ich jetzt gerade Terrakotta draus gemacht. Ja, meinte ich doch, aus diesen 4 Stacks. Mach mal einen Schritt langsamer, ich komme nicht hinterher. Also einfach nur in die Richtung weiterzugehen. Man weiß ja nicht, ob du irgendwann abbiegst. Hätte ich dir gesagt. Nee, weißt du was, ich setze dich jetzt hier in der Wildernis aus. Ach, das ist doch mal eine geile Idee. Oh. Das bringt ja nichts. Ich habe ja ein Nachhause X auf meiner Karte. Ja, hätte ich mal bloß nichts gesagt. Hämatit. Das ist Eisen. Ja. Hämatome bekommt man hoffentlich keine davon. Nee. Wenn ich dir damit. Außer man lässt sich auf den Fuß fallen oder so. Ja. Damit verschlage, dann bekommst du ganz viel Hämatome. Lässt dich einrichten. Gut, Treppenhaus bauen. Jetzt wird's aber echt duster. So, oh Gott, da gibt's ja später noch diesen ganz dunklen Waldteil, holla. Ach, das ist das falsche Labyrinth. Nein, das ist ein Heckenlabyrinth. Ein Hedge Maze, ja.
Ja, komm, wenn wir gerade schon hier sind. Oh, da, also mit. Moment. Bevor ich dich verliere. Genau, die ganzen Monster-Spawner und Kisten. Oh, schön. Melonen, Äpfel, alles hier, damit ich habe nämlich Hunger. Erzähl Ja, uns nichts zu nichts essen Neues. dabei, ja? Doch, aber nur Brote und die sind bald alle. Oh. Noch die Reisbrote, die ich bei den letzten Aufnahmen gemacht habe. Gibt es hier eigentlich ein Ziel? Ich weiß, dass man früher immer schon fliegen konnte, wenn man hier bei dem Labyrinth war, aber ich weiß nicht, was da drin ist. Ich glaube, früher hatte das gar kein Ziel, oder? Nicht wirklich. Als Zeugs, aber. Ich weiß noch, dass irgendwo Wölfe gespawnt sind. In den Dunkelwäldern, ja. Jetzt könnte ich dich verloren haben, ja. Aha, ich habe mein Christo im Heckenlabyrinth ausgesetzt. Ah. Und es war nicht absichtlich, du bist mir echt entgegengekommen. Sehr schön. Ich habe übrigens das Gefühl, wir laufen im Kreis. So muss sich Hänsel und Gretel auch gefühlt haben. Ja. Okay. So, dann schauen wir mal. Und auf die Karte schauen. Wir sind dort. Dann müssen wir ein bisschen suchen, würde ich sagen. Da Dort oben müssen wir. Gehen wir ist. mal ein bisschen nach Nordosten, würde ich sagen. Ja. Aha. Das sind Hollow Hills. Das Urgast Tower, das Wie ist. macht man denn diese Karte? Was musste man denn machen, um diese Karte überhaupt zu bekommen? Dem NEI nach. Achso, die kann man sich einfach craften, da ist jetzt nichts Besonderes dabei. Okay. Das war das, was früher schon immer ging mit den Rabenfedern. Ja. Standardantwort, schau im Yanda nach. Oh. Warte, ich glaube, das haben die Leute immer gesagt, wenn sie es selber nicht wussten. Haben sie immer gesagt, ob sie es wussten oder nicht. Meistens aber wussten sie es dann nicht. Ja, deswegen. Au! Jetzt kommen Skelette. Warum? Ich denke, wir haben hier immer Zwielicht. Manchmal ist es halt ein bisschen dunkler, das Zwielicht. Hier ist ein Turm eines Lichtkönigs. Oh, jetzt habe ich mir Christo verloren. Oh, das tut mir so leid. Du mich verlieren würdest. Ist eines der 10 Gebote nicht, du sollst nicht lügen? Ich habe mir Christo aus den Augen verloren. Ich habe mich dadurch gegenkatapultiert, aber. Hast dich durch die Gegend katapultiert? Ja, ich habe mich Vielleicht noch durch die was? Gegend katapultiert. Geht das denn? Katapult! Oh nein! Ah, hier, Olivenholz. Ich denke also, oh Gott, ich muss aufpassen mit dem Essen. Ich habe, was habe ich gemacht? Nur wohl in den Rucksack mal das ganze Essen gestopft wird. Ich habe einen Rucksack voller Essen dabei. Sehr gut. Verhungere ich wenigstens nicht. Ich habe ein Reicht für Labyrinth die nächsten 3 Tage. gefunden. Direkt rechts neben dem, also zwei rechts von dem Lich King, den du gesehen hast. So, alles Holz fertig. Möchtest du zu dem braunen Hoffentlich reicht das jetzt mal. oder zu dem roten? Vor dem Zu roten dem ist so ein lilanen. Ja. kleiner Dot und das ist das Labyrinth. Ah, das in türkisen. Ja. Sag ich doch lila. Ah ne, Türkis ist eine andere Farbe. Minimal. Aber ich kann dich beruhigen, beide enthalten Blau. Also war es sogar halb richtig. Naja, halb. Halb ist wie ganz falsch. Manche Sachen gibt es nur als Ja oder Nein. Ah, ich habe das. Ja, ich bin jetzt unterm Labyrinth. Na super, weil ich in die Schlucht gefallen bin. Oh, ja, hier ist. Ich komme hier sogar ins Labyrinth. Das hat hier das Dach offen. Jetzt irgendwie in einem Sumpf, ist das normal? Ja, natürlich. Treffen uns mal bei dem Eingang, würde ich sagen. Jo, ich versuche ihn zu finden. Seh So. dich, ich seh dich. Muss ich hier Nee, auch noch? versteckt euch, versteckt Hi. euch. Also haben wir hier 2, 4. Muss ja auch alles
gleich gebaut sein. Hast du es voll nicht geschafft, dich zu verstecken? Ah, nee, da. Da kommt was hinter dir, ist was her? Ja, ein McPhister. Nein! Minotaurus! Ja, das sag ich doch. Toll. Dann haben wir den Minotaurus ja schnell getötet. In der Tat. Wir müssen nur, glaube ich, den Minotaurus König töten oder so. Ja. Kann man sich an den Ranken runterhangeln? Ja. Wo ich jetzt hier den Sturz in den Tod mache. Also, ich brauche noch Olivenholz, Slabs, Die Ranken sind übrigens neu, die gab es früher nicht. Kann ich dir jetzt wohl nicht sagen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Warte, ich mache immer eine rechte Wand, eine Fackel, damit wir wissen, wo wir hergekommen sind. Rechte, okay. Weil ich habe mein Leben lang immer die Fackel in die Mitte gesetzt und das hilft irgendwann absolut nichts mehr. So, ich habe gerade da eingebaut. Das Sägewerk, das cutte ich immer ein bisschen raus. Ist nämlich so übelst laut. Und wissen, wie das funktioniert, tut er. Au! Mu, mu, mu. Ich hab sogar schon den Ton leiser. Oh, geil! Wie war das? Ich hab nicht genug Fackeln dabei. Naja, dann nehmen wir halt ein paar mit. Ich weiß nicht endlich, wofür dieser dumme Fackelraum gut ist. Nein! Oh, doch! Ich weiß ja nicht mal, was ist, aber doch! Die gesägten Planks sind vertikal, die sind gar nicht horizontal. Aber man kann sie zum Glück in beiden Richtungen bauen. Weiter geht's. Ich hab nur noch mal die Fackelspur sinnvoll nachvollzogen. Gut aus, oder? Nee, das ist ein See. Ein Wasserbecken schon. Da kommen wir zum Eingang zurück. Also zu dem. Hier sind nochmal ein paar Fackeln für dich. Aber jetzt sollte ich genug für das ganze Labyrinth haben. Wahrscheinlich habe ich in meiner Tasche sogar noch einen ganzen Stack Fackeln und nicht nur Essen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Die Fackeln esse ich wenigstens nicht auf. Da wäre ich mir auch nicht so sicher. Du warst. Schmeckt doch schön holzig, schwefelig, kohlig. Lecker. So, ja. Warte mal. Wir brauchen zwei Etagen für die, oder zwei Dings. Eins hier, eins da. Und dann haben wir hier das Dachgeschoss für jemanden. Warte, das heißt, ich kann hier dann eigentlich das Dach draufsetzen. Das ist so ein Sprengding? Eventuell ist aber keins momentan. Und nur Arms. Brauchst du noch eine Hose, irgendwas? Ja, Hose habe ich keine an. Dann nimm die hier. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht wissen. Steel Leaf. Muss man ein bisschen besser aufpassen. Meine Hose muss wohl irgendwann mal das Zeitliche gesegnet haben, die ist kaputt gegangen. Loin. Ja, meine Hose macht auch bald die Biege. Ich habe mir eine neue Rüstung geklaut. Zusammengeklaut. Die hat irgendjemand bei mir hinten ins alte Sägewerk reingehängt. Da hat mir unsere... Hier ist eine Spinne. Nicht mehr. Hier noch. Wie lange? Hier hinten noch. Wie weit seid ihr denn? Kann sich hier noch ziehen. Weil eigentlich wären wir am Folgenende gleich. Wir haben schon eine halbe Stunde um. Oh ja, tatsächlich. Dann sollten wir vielleicht hier doch mal noch einen kleinen Cut machen. Und dann, dann geht's hier genau an der nächsten Stelle beim nächsten Mal weiter. Bist du dir sicher? Willst du nicht vielleicht doch einen Cut machen? Ja, sag ich doch. Wir machen hier jetzt einen Cut und an der nächsten Stelle geht's hier dann weiter. In der nächsten Folge. Meine Güte. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an euch fürs Mitmachen. News und Infos gibt's bei Twitter. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst noch einen Daumen nach oben da, ein Abo oder schauen bei Varuna vorbei. Genau. Am besten beide. Am besten entweder alles. Oder. Wenn es euch bei mir gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bye.